Ja, es geht wieder um die romanischen Sprachen aus typologischer Sicht natürlich. Und heute wollte ich halt das Italienische mal aus typologischer Sicht genauer betrachten. Das hat verschiedene Gründe. Unter anderem liegt das daran, dass, ich habe es auch auf der Folie stehen, dass das Italienische so eine mittlere Position unter den romanischen Sprachen einnimmt, im Verhältnis zum gesprochenen Latein. Das hatten wir das letzte Mal ja schon gesehen. Und deshalb gilt das, da kommt noch mehr. Deshalb gilt das Italienische eben auch so als typische romanische Sprache. Also von vielen wird das halt so angenommen. Wir werden das gleich noch sehen, dass da auch so Sachen sind, die auffällig sind. Aber es gilt halt so als besonders typisch. Und wenn man jetzt diese Art von Typologie betreibt, wie ich das angeregt habe, dass man halt irgendeinen Ausgangspunkt hat, einen sogenannten romanischen Typus, dann muss man den nicht so definieren, wie ich das letzte Mal gemacht habe, mit Bezug auf das Vulgärlatein, sondern man kann auch sagen, wir nehmen sowas wie das Italienische und schauen nach den Abweichungen vom Italienischen. Das ist eigentlich auch das, was viele Leute implizit machen. Das wird selten so gesagt, aber wenn Sie jetzt mal gucken, was passiert in der Hispanistik, dann wird da immer mit viel Aufwand werden immer Sachen behandelt, die eigentlich fürs Vulgärlatein belegt sind, die aber im Italienischen nicht vorhanden sind. Das wird natürlich nie in Hispanist zugeben. Also die differenzielle Objektmarkierung zum Beispiel, die ist halt fürs Vulgärlatein zumindest irgendwie im Ansatz belegt. Da gibt es Hinweise darauf. Oder der Infinitiv mit eigenem Subjekt, ne, im Spanischen wird auch immer so als Besonderheit hingestellt, obwohl es dafür auch ganz gute Hinweise im gesprochenen Latein gibt. Na, vielleicht weniger, aber immerhin, also irgendwie ist da was. Und also solche Sachen sind da noch ein paar mehr, die da immer genannt werden. Und ja, die werden halt behandelt, weil irgendwie auch für Hispanisten so das Gefühl da ist, das sind irgendwie Besonderheiten der Ibero-Romania, aber in Besonderheit mit auf welchen, ja, worauf bezogen? Eben auf so das, was wir sonst in den romanischen Sprachen außer Französisch finden, und das ist dann meistens das Italienische, was da Pate steht. Also in der Tat gehen viele auch implizit davon aus, dass das Italienische so in gewisser Weise eine typisch romanische Sprache ist. Und das ist natürlich, das macht es natürlich jetzt besonders interessant, da nochmal genauer drauf zu gucken. Und dann ist natürlich das Italienische interessant, nicht weil es selber viele Dialekte hat, das ist ein bisschen die falsche Perspektive, sondern weil in Italien so eine große Dialektvielfalt ist. Und wir im italienischen Sprachraum, also wenn wir uns mit Italienisch beschäftigen, eben auch immer wieder merken, dass es da noch mehr gibt. Also selbst wenn wir uns die Dialekte nicht genauer anschauen, sondern nur das Italienische, stellen wir halt fest, dass das Italienische in Norditalien, wenn wir das heute auch nochmal sehen, irgendwie manchmal etwas aufwendig ist, anders ist als das Italienische in Mittel- und Süditalien. Und das liegt natürlich an der dialektalen Vielfalt, die sich dann auch in der Standardsprache niederschlägt. Das haben wir auch in Deutschland in gewisser Weise. Selbst wenn die Dialekte in Deutschland weitgehend verschwunden sind, das Norddeutsche ist halt immer ein bisschen anders als das Süddeutsche, selbst wenn es um das Standarddeutsche geht. Ich glaube, ich habe das schon mal erwähnt, da gibt es halt so, gerade bei der Aussprache, so ein paar Sachen, wo man zögert, die Endung IG zum Beispiel, Norddeutsches, Standarddeutsch, oder Standarddeutsch, norddeutscher Prägung ist eben ich, also König, wenig, und in Süddeutschland sagt man das nicht, da sagt man eher König, wenig oder so. Das ist halt schon auffällig. Also es gibt da solche kleinen Unterschiede und die haben natürlich was damit zu tun, was da vielleicht mal für Dialekte gesprochen wurden. Das kann lange zurückliegen. In Italien ist halt die Dialektvielfalt immer noch lebendig. Und sehr viel lebendiger als in Deutschland. So, wir fangen auch an mit der Phonetik und der Phonologie. Wir wissen natürlich schon, das Italienische ist unauffällig, weil es einen Wortakzent hat, wie die meisten romanischen Sprachen, mit Ausnahme des Französischen. Und ja, aber mit dem Wortakzent ist es noch sehr interessant, weil der Wortakzent im Italienischen wirklich distinktiv ist. Also wir finden ganz viele Beispiele, die sich nur
im Akzent unterscheiden, sonst sind die Wörter gleich. Ja, also hier haben wir so ein typisches Beispiel, Ancora noch oder Ancora der Anker. Ich habe das jetzt mal mit Akzent geschrieben, damit man sieht, was gemeint ist. Das muss man aber im Italienischen, im Gegensatz zum Spanischen, nicht machen. Ja, muss man halt aus dem Kontext sehen, um was es geht. Es gibt noch ein anderes schönes Beispiel, Capita, das Partizip von Capire, also verstanden. Ja, und Capita ist geschieht. Und da sieht man oft bei Capita einen Akzent, weil sonst, wenn man so einen Text vorliest, dann weiß man erstmal nicht, was gemeint ist und verliest sich und dann denkt man, na, das muss aber das andere sein und muss dann nochmal zurück. Also hier ist es eindeutiger, weil natürlich vor dem Substantiv möglicherweise ein Artikel steht und so. Und da erübrigt sich dann der Akzent. Was wir ja auch sehr, sehr schön sehen, ist, dass es also durchaus Wörter gibt, die auf den drittletzten Silben betont sind. Wir wissen, im Französischen ist das ja verschwunden und im Okzitanischen gibt es auch nur noch ganz wenig Wörter und auch nicht allgemein verbindlich. Da ist der Akzent auch nach hinten gerutscht und so. Aber das Italienische ist natürlich noch aufwendiger. Da kann man noch weiter vorne betonen. Hier ist ein sehr schönes Beispiel. Zeig es mir, das ist ein Imperativ, da werden klitische Pronomina angehängt und dadurch ist der Akzent auf der ersten Silbe und dann kommen lauter unbetonte Silben, also Indicamilo. Und das ist natürlich sehr exotisch für romanische Sprachen. Das würden wir nicht so ohne weiteres erwarten. Also ein Akzent kann sehr weit links im Wort sein, untypischerweise für romanische Sprachen. Das Italienische wird aber auch meines Wissens nur noch übertroffen durch das Rumänische. Das Rumänische hat halt viele Lehnwörter aus anderen Sprachen aufgenommen und behält halt dann oft den Akzent, den das Wort ursprünglich hatte. Wenn also ein deutsches Wort kommt, was auf der ersten Silbe betont wird, dann bleibt das so betont, dann kommt dann noch unter Umständen der Artikel hinten dran und dann verlagert sich der Akzent auch sehr weit nach links. Oder ungarische Wörter werden ja auch auf der ersten Silbe oft betont und slowakische Wörter. Und dann gibt es halt auch solche ganz langen Ketten, die aus einer akzentuierten Silbe und vielen nicht akzentuierten bestehen. Das Rumänische ist da ganz extrem. Aber das Italienische ist schon sehr weit. Und beim Italienischen sind es eben ererbte Wörter. Das ist nochmal der Unterschied. Im Rumänischen sind es halt alles Lehnwörter, wo der Akzent so weit vorne ist. Gut, das ist natürlich interessant, weil durch Lehnwörter natürlich auch möglicherweise neue Akzentmuster in die Sprache kommen können. Aber hier ist es sozusagen angelegt schon im gesprochenen Latein, was wir hier finden, diese seltsamen Akzentuierungen. Dadurch, dass eben in der Sprachgeschichte solche klitischen Pronomina entstanden sind. Also schon sehr interessant. Ja, in den Dialekten gibt es natürlich noch mehr Klitika. Klitische Possessivpronomina und so, und da gibt es natürlich dann noch mehr interessante Akzentmuster. So, was wir auch schon erwähnt haben und was natürlich sehr interessant ist, sind die Geminaten im Italienischen, also Langkonsonanten eigentlich. Das Wort Geminate passt da nicht so richtig, weil Geminate ja Doppelkonsonant bedeutet, aber es sind nicht doppelt gesprochene Konsonanten, sondern gelängte Konsonanten. Die werden nur in der Schrift dann halt doppelt geschrieben. Und das ist auch im gesprochenen Latein schon vorhanden, allerdings nicht so häufig. Beim Italienischen durch den Sprachwandel Langkonsonanten entstehen. Also hier das berühmte Beispiel Fatto. Da war mal ein K und das hat sich an das T angepasst. Und deshalb ist aus Faktum eben Fatto geworden. Getan oder der Fakt, die Tatsache. Im Gegensatz zu Fato. Wir kennen, bei Fato wird das A etwas länger gesprochen, bei Fato wird das A kürzer gesprochen, dafür aber das T gelenkt. Das wird wirklich lang ausgesprochen. Fato. Wenn die Vokale gekürzt werden, ändern sie auch immer so ein bisschen ihre Qualität und so. Das ist auch nochmal auffällig. Ich glaube, nur das Finnische schafft es, Langvokale und Kurzvokale zu haben, Langkonsonanten und Kurzkonsonanten, alles nebeneinander her und dabei die Vokalqualität nicht anzutasten. Deshalb klingt auf mich zumindest das Finnische manchmal so wie vom Computer gesprochen, weil die Vokalqualität immer gleich ist. Das finde ich sehr spannend. Also
Naja, und im Italienischen ist es ein bisschen anders. Da ändern sich vor langen Konsonanten eben auch die Vokale. Das war möglicherweise nicht immer so. Wir wissen fürs Lateinische, da gab es ja auch mal Langvokale, aber ganz, vor ganz langer Zeit. Also für das gesprochene Latein ist das schon gar nicht mehr belegt. Aber da gab es halt tatsächlich auch Langvokale vor Langkonsonanten. Das ist schon auffällig. Das haben wir im Italienischen nicht. Die Länge der Vokale ist nicht distinktiv im Italienischen. Und die Regel ist, dass vor Langkonsonanten und auch vor Konsonantengruppen die Vokale gekürzt werden. Das lässt, da kann man noch interessante Überlegungen machen, ob es vielleicht sowas gibt, nicht nur Silben gibt, sondern irgendwie auch so Längeneinheiten im Italienischen, die immer gleich sind, weil wenn der Vokal kurz ist und der Konsonant lang, dann ist am Ende die Länge eines gewissen Ausschnitts der Lautkette genauso lang wie bei einem kurzen Konsonanten und langen Vokal und so. Also das ist interessant und das erklärt vielleicht auch, warum das Italienische so klingt, wie es klingt. Also in der Prosodie. Ganz interessanter Nebeneffekt von den Geminaten ist auch noch eine Besonderheit, dass wir an der Wortgrenze Konsonantenlängungen haben, die sogenannte Initialfortisierung, also Fortisierung, Verstärkung von Konsonanten am Wortanfang. Und das ist natürlich auch was ganz Außergewöhnliches. Das ist übrigens etwas, was es vor allen Dingen in Mittel- und Süditalien gibt. Sprecher des Norditalienischen haben damit große Schwierigkeiten. Das ist zwar irgendwie im Standard vorgesehen, man sieht es auch an der Schriftsprache, aber damit haben Norditaliener in der Regel Probleme. Wir können Sie testen hier unsere, also zwei unserer italienischen Lektoren sind ja Norditaliener und die bemühen sich immer und haben da möglicherweise Schwierigkeiten. Also um was geht es bei der Initialfortisierung? Wir haben hier einen Anfangsrand in Casa, das K am Anfang der Silbe, also das ist auch des lexikalischen Wortes. Und in einem anderen Kontext, nämlich zusammen mit der Präposition a, also bei, also lokale, die lokale Präposition, also wenn wir zu Hause sagen wollen, dann heißt es a casa und im Standarditalienischen a casa, da wird das K gelenkt. In Norditalien wird das nicht gemacht, in Norditalien wird auch das S stimmhaft zwischen den Vokalen, was im Standarditalienischen eigentlich auch nicht der Fall ist, also a casa ist die richtige Aussprache mit einem langen K. Und das wird jetzt hier zwar nicht geschrieben, weil das zwei Wörter sind. Und der Standard schreibt halt die Wörter so, wie sie im Lexikon stehen und ändert da nichts mehr. Außer die Wörter werden zusammengeschrieben. Dann sieht man dieses Phänomen. Also in dem Fall, wenn wir più, also plus lateinisch, also mehr Steigerungsform, Komparativ, verknüpfen mit dem Wort für Frühjahr, tosto, dann für früh, Entschuldigung, nicht früher, und dann haben wir früher oder eher, und das wird als ein Wort geschrieben in der italienischen Orthographie und dann tauchen da plötzlich auch zwei T auf. Piuttosto, piuttosto. Oder ein anderes Beispiel, wo wir sogar beide Schreibmöglichkeiten haben, der berühmte Milchkaffee, auf Italienisch Caffè Latte, praktisch alle Konsonanten sind lang, außer dem ersten. Das kann man so schreiben, wie es links steht, also Kaffee und Latte in zwei Wörtern. Dann wird nur ein L geschrieben, man kann das aber auch in einem Wort schreiben, dann muss man zwei L schreiben. In jedem Fall wird ein langes L gesprochen. Wie gesagt, außer in Norditalien, da hat man dann oft nur einen Konsonanten, überhaupt keine Langkonsonanten, eventuell je nach Sprecher. Oder man hört einen Langkonsonanten in dem Wort, aber dann meistens nicht ein langes L. Aber mit langem L ist richtig. Und wie gesagt, gibt die zwei Schreibweisen, entweder in zwei Wörtern oder in einem Wort. Und dann muss aber Doppel-L geschrieben werden. So nebenbei bemerkt ist das das eigentliche italienische Wort für Milchkaffee. Also wenn Sie sowas trinken mögen, dann bestellen Sie das bitte so. Und nicht anders. Also das
was die Deutschen immer für Milchkaffee hatten, Latte Macchiato, ist halt Milch, ne? Mit einem winzigen Tropfen Kaffee. Das würde in Deutschland richtig übersetzt mit Kinderkaffee. Das ist, glaube ich, das normale Wort in Deutschland dafür. Also wenn Sie jemanden ein Latte Macchiato bestellen hören, ne? Latte mit langem T, Macchiato mit langem K, dann will der Kinderkaffee. Das erheitert die Italiener auch immer, dass deutsche Touristen immer so Kinderkaffee. Ja, wenn Sie sonst dünnen Kaffee haben wollen auf Italienisch, der heißt nicht etwa Lungo, wie die Deutschen glauben, sondern der ist Café Americano. Also die Amerikaner haben einen noch schlechteren Ruf beim Kaffee, zu Recht, meiner Meinung nach. So, ja, gut, wie kommt es zu dieser Initialfortisierung? Sie sehen schon vielleicht die Regeln. Also wenn ein Wort betonten Vokal endet und ein anderes Wort sich anschließt, dann wird der anlautende Konsonant gelenkt. Wenn er längbar ist, nicht alle Konsonanten sind lenkbar, längbar, also nie am Anfang, aber es kommt selten am Anfang vor, beim Jokki kommt es am Anfang vor, ist nicht längbar, weil es schon lang ist, und so, aber normalerweise einzelne Konsonanten sind immer längbar, und das geht auch bei Muta cum liquida, also wenn Sie irgendwie GR oder so am Anfang haben, dann ist das G auch längbar. Gut, das ist dann möglicherweise schwierig. Also gehen wir mal nur von Einzelkonsonanten das ist unstrittig. Die werden halt gelenkt, wenn davor ein Wort auf betonten Vokal endet, beziehungsweise nach Einsilblern, nach bestimmten Einsilblern, wie Sie sehen, nach La nicht. Nach A und Piu schon. Bei Piu kann man es vielleicht damit erklären, dass da auch ein Akzent drauf ist, aber das ist nicht der eigentliche Grund. Der eigentliche Grund liegt darin, dass es sich hier um Wörter handelt, die mal einen Konsonanten am Ende hatten, der aber ausgefallen ist. Nämlich A geht auf Ad lateinisch zurück. Das Ad taucht auch manchmal auf, vor Vokal kann man das benutzen. Also ad orvieto kann ich sagen, muss ich nicht sagen, aber das geht. Und piu geht auf plus zurück, da gibt es nun keine Form mit s, das ist immer piu. Aber wenn da irgendein Konsonant ausgefallen ist, und das ist bei la halt nicht der Fall, also bei dem Artikel la, das andere la, was dort bedeutet, das kommt ja von ilac, da ist tatsächlich auch ein Konsonant ausgefallen, also wird danach gelenkt. Also immer wenn ein Konsonant ausgefallen ist, dann findet diese Längung statt. Das heißt, um gut Italienisch zu können, ist es immer ganz gut, auch ein bisschen Latein zu können oder Muttersprachler zu sein. Denn das geht offenbar auf das Lateinische zurück. So, was ist jetzt mit den Wörtern, die auf Vokal enden? Nun, auf betonten Vokal enden. Betonten Vokal enden in der Regel nur Wörter, die auch nach sich noch einen Konsonanten hatten im Lateinischen. Also zum Beispiel virtu, die Tugend, das ist natürlich virtute lateinisch. Da ist also irgendwie noch was ausgefallen. Ein T, was vielleicht auch zu D geworden ist, sieht man auch im Spanischen. Und das ist eben dann ausgefallen. Deshalb nach virtu würde man auch dann längen. Was ist mit Kaffee? Ja, da stimmt unsere Regel nicht. Kaffee ist natürlich ein Lehnwort, was über das Türkische aus dem Arabischen gekommen ist. Alles eigentlich türkisches Lehnwort. Und da fehlt nichts am Ende. Das ist ein bisschen komisch, aber da das Italienische keine Wörter auf betonten Vokal hat, bei denen nicht was ausgefallen ist, geht sozusagen der durchschnittliche italienische Sprecher davon aus, dass da irgendwas ausgefallen sein müsste, so ein D oder so, was natürlich nicht belegt ist. Deshalb steht das Sternchen davor. Ja, und dann wird danach eben gelenkt, als wäre da was gewesen. So, ja, also ich sagte, Kenntnisse des Lateinischen sind immer gut fürs Italienische, wenn man das lernen will. Auch für den Vokalöffnungsgrad, ne, muss man ungefähr wissen, wie das im Lateinischen war.
Und auch für die Aussprache von manchen Konsonanten, die unterschiedlich ausgesprochen werden, denn das Italienische, die italienische Standardsprache ist unterverschriftet, das ist mein Wort, unterverschriftet. Das finde ich ganz griffig als Begriff, unterverschriftet. Also es wird nicht alles angezeigt. Das haben übrigens auch andere romanische Sprachen an sich. Das Katalanische zum Beispiel, da sind auch stimmhafte Konsonanten, die möglicherweise stimmlos ausgesprochen werden oder manchmal stimmhaft ausgesprochen werden, ohne dass man das in der Schreibung sieht. Ansonsten sind romanische Sprachen nicht unterverschriftet. Die mögen immer alles, also sie möchten eigentlich, wie Sie wissen, irgendwie etymologisch wenigstens oder auch sogar phonologisch, morphophonologisch, wie auch immer, geschrieben werden. Aber hier gibt es tatsächlich Unterverschriftungen. Also ich habe hier mal einen Akzent auf das zweite Wort gesetzt, um anzuzeigen, dass es ein anderes Wort ist. Das macht man auch manchmal im Italienischen. Also wie gesagt, die Akzente sind nicht Pflicht. Aber da man diese beiden Wörter sehr leicht verwechseln kann, das zweite ein ungewöhnliches Wort ist, wird das gerne mit Akzent geschrieben. Aber es unterscheidet sich nicht nur im Vokalöffnungsgrad, sondern das obere Wort, was Mitte oder Durchschnitt oder so bedeutet, oder halb bedeutet, das hat ein stimmhaftes Z, also mezzo oder ein offenes E. Das untere, was ich hier zur Kenntlichmachung mit dem Akzent geschrieben habe, ist mezzo, also ein geschlossenes E, mezzo und ein stimmloses Z, oder langes Z natürlich immer. Ja, das ist mit Doppel-Z geschrieben, wird es auch seltsam, denn das Z ist eigentlich immer lang im Italienischen und wird manchmal zwischen Vokalen als Doppel-Z geschrieben und in Endungen zum Beispiel nicht, obwohl es da auch lang ist. Also auch seltsam. Gut, da werde ich gleich ein bisschen wieder zu viel geschrieben. Aber wie auch immer, ja, wie weiß man, wie das ausgesprochen wird? Naja, man muss die Etymologie der Wörter kennen. Das obere geht natürlich auf mediu zurück. Medium, das M ist ausgefallen schon in klassischer Zeit, also mediu. Da sehen wir dj in der Mitte. Das muss zum stimmhaften z werden. Das e ist offen. Und das andere Wort ist mitiu. Lateinisch und TJ wird zum stimmlosen Z und das I, das kurze I ist ein E, dann hinterher ein geschlossenes E. Achso, das zweite heißt faul oder überreif von Früchten. Das Wort ist ungewöhnlich, ne, wird nicht so häufig gebraucht. Ja, so im ländlichen Kontext. Also in der Toskana kann man das hören. Mir ist es tatsächlich in freier Wildbahn begegnet, aber ich war nur noch gerade dort, wo sowas verwendet wird. Also wenn das Obst schon so ein bisschen Druckstellen hat und so, dann passt das faul. Muss man ein bisschen übersetzen. Ja. Überreif. Ja, gut. Also so viel zu diesen Problemen mit der Schreibung. Das wäre natürlich auch nochmal ein Vergleichskriterium, wie genau phonologisch ein Verschriftungssystem ist. Das ist beim Italienischen hier auffällig. Ja, Deiktika oder Deiktika sind interessant. Die sind auch vergleichend interessant. Also ich habe ja mal einen Artikel geschrieben für das Typologiehandbuch über Deiktika, also demonstrativer und Lokaladverbien in allen Sprachen der Welt. Nein, gut, konnte ich nicht alle behandeln, aber ich konnte ein paar behandeln. Ja, dieser Artikel ist nicht so toll. Ist halt immer so mit Handbuchartikeln, da hat man wenig Platz und kann das nicht alles wirklich so beschreiben, wie man das gerne möchte. Aber auf jeden Fall, in den romanischen Sprachen sind demonstrativa oder deiktika, also zeigende Ausdrucksmittel, sicherlich wirklich interessant. So, wir haben dieser, questo, geschlossenes E übrigens, als Nebensatz.
Dann haben wir einen sogenannten Medial Codesto, dieser da bei dir, ne? Also Demonstrativ der zweiten Person, was wir im Deutschen nicht kennen. Im Deutschen gibt es ja nur dieser und jener. Jener ist auch schon praktisch ausgestorben. Es gibt eigentlich nur noch dieser im gesprochenen Deutsch. Aber gut, dieser und jener wäre ein zweistufiges System mit proximal und distal. Den haben wir natürlich auch. Quello, jener, distal. Aber es gibt dazu noch diesen Medial, ne? Also erste, zweite, dritte Person. Wenn ich Questo sage, ist das hier bei mir. Wenn ich Codesto sage, ist das beim Gesprächspartner, also in diesem Fall bei Ihnen. Und Quello ist irgendwo woanders. Also das dreistufige System, was in vielen Sprachen der Fall ist, das häufigste deiktische System nach den drei Personen. Es gibt dann noch manche Sprachen, die dann sogar noch ein Obvial haben für etwas, was ganz weit weg ist, außerhalb der Sichtweite und so. Das kann man auch nochmal unterscheiden. Aber der Obvial ist eher selten. Die meisten Sprachen haben das Dreiersystem. Dann gibt es welche, die ein Zweiersystem haben. Und dann gibt es ganz wenige, die das völlig reduziert haben. Dann aber meistens das Kompensieren. Im Französischen wissen wir ja, da kann ich ja dann noch so eine deiktische Partikel anfügen. Dann kann ich sagen, celui-ci, celui-là. Und dann auch nochmal eine zweistufige Unterscheidung machen. Und das geht im Deutschen letztlich auch. Ich kann sagen, dieser hier, dieser da oder so. Ja, und dann alleine mit dieser alle möglichen Beziehungen ausdrücken. So, das Interessante ist nun, dass es eine gewisse Innovation gibt, die von den Demonstrativen ausgeht. Achso, ich kann doch sagen, die Etymologie ist natürlich klar. Es ist eigentlich, also das zweistufige System aus dem, deswegen das dreistufige Vulgärlateinische oder lateinische System mit is, mit ipse oder ipsu, dann lateinisch illu und istu, ja, Moment, dann ipsu, erste Person, istu, zweite Person, illu, dritte Person, ist zusammengebrochen und erneuert worden. Hier, da kommt davor dieses k-haltige Element, was irgendwas mit echo zu tun hat, oder akku, dann akku. Quistu wird dann zu questo, aquilo zu quello. Und das mittlere ist ein bisschen seltsam. Da könnte auch Akku drinstecken oder vielleicht eher sowas wie Quad. Also oder Aquad oder irgendwie sowas. Jedenfalls ist das schon eine Neuerung. Ja, dann gibt es eine weitere Innovation. Also in dem Bereich Deixis gibt es halt immer viele Innovationen. Questo hat eine Entsprechung, nämlich Echo, was auch mit diesem Akku bzw. Ecke auf Lateinisch zusammenhängt, siehe da. Eccolo, da ist es, also siehe da, es, wörtlich, Echo, Eccolo, Eccolo. Und das ist normalerweise nicht deiktisch. Das kann ich immer sagen, wenn irgendwas auftaucht. So wie voilà im Französischen. Gut, im Französischen gäbe es dann auch noch voici, was ein bisschen auch altmodisch schon klingt, statt voilà. Das ist what, dieses Präsentativ, das ist eben dieses echo. Und da gibt es normalerweise nur eins davon. Aber man entdeckt in den Dialekten und nicht nur in den Dialekten, als ich das entdeckt hatte, bei meinen Dialektaufnahmen habe ich dann auch andere gefragt und das scheint sogar fürs Italienische zumindest regional belegbar zu sein. Parallel zu Codesto Estolo und zu Quello Ellolo. Also Ellolo haben sogar Leute akzeptiert aus der Toskana, als ich gefragt habe, ob sie das kennen. Ich hatte das gehört in Mittelitalien, aber eben von Dialektsprechern. Und die fanden das dann auch, ja, Ellolo geht. Also interessante Ausweitung dieses Systems mit dem Präsentativ. Also offensichtlich färbt das hier analogisch ab. Auf der anderen Seite ist es natürlich so, dass Codesto im Italienischen so ein bisschen auch verschwindet. Und es gibt eine Innovation. Um die zu erklären, müssen wir uns aber erst mit den Lokaladverbien beschäftigen. Wir haben zwei Lokaladverbien, zwei deiktische, nämlich für das naheliegende, proximal, qui, und für das fernliegende li. Aber die gibt es in zweifacher Ausführung. Die gibt es nicht nur als qui, sondern auch als qua und als li und als la. Ich habe versucht, den Unterschied
herauszuarbeiten. Sehr schwierig. Also man erkennt da nicht wirklich eine klare Linie. Die scheinen oft austauschbar zu sein. Wobei es so ein bisschen eine Präferenz für Gua gibt, dort, wo es sich um mehr räumliche Beziehungen oder Strecken handelt. Ne? Also Yeni Gua zum Beispiel, komm her. Ne? Scheint Gua bevorzugt zu werden. Das gleiche mit Li und La. Li eher punktuell, La beispielsweise ein Raum oder auch eine Strecke oder so. So eine Tendenz gibt es. Aber oft ist es austauschbar und ich kann also wirklich nur sagen, dass ich so eine Tendenz meine festzustellen, aber es ist nicht sicher, denn wenn man dann wieder einen anderen Informanten fragt, ne, tauscht er das aus oder man hört es in einem Kontext, wo man es eigentlich nicht erwartet. So, mit diesen beiden kann man natürlich jetzt die vorhandenen Demonstrativpronomina verknüpfen, und zwar quest und quello. Mit Codesto geht das offenbar nicht. Und damit hat man jetzt 4 statt 3. Questo qui, questo qua, quello lì, quello là. Und kann das natürlich auch unterscheiden. Questo qui, questo qua und quello lì, quello là. Man hat also 4 Möglichkeiten. Wobei, wie gesagt, der Unterschied zwischen lì und la und qui und qua jeweils schwierig auszumachen ist. Also qui ist immer das Näherliegende und lì das weiter weg. Das Gleiche gilt für la und qua. Und was jetzt der Unterschied zwischen dem mit a und i ist, ist nicht so ganz klar. Ja, gut, also so viel zu den Demonstrativa. Das ist die mit vereinfacht und eben auch kombiniert mit lokalen Denkdenken. So, dann kommen wir zum Minimalsatz. Der Minimalsatz, ja, besteht aus Subjekt und Verb. Das Subjekt muss nicht zwingend overt sein, muss nicht sichtbar sein als Nominalphrase oder als Pronomen. Es kann einfach im Verb stecken. Also hier die Beispiele. Canta, er, sie, es singt. Das ist ein vollständiger Satz, da muss also irgendwas extra dabei stehen. Das ist aber die dritte Person, die man im A erkennen. Er, sie, es singt. Und sogar bei Witterungsverben, piove, ist das die dritte Person des Verbs. Und das Verb piovere gibt es auch irgendwie nur im Infinitiv oder in der dritten Person. Also nicht irgendwie anders. Ja, aber es ist die Form der dritten Person. Also es ist ein Subjekt irgendwie da, aber es taucht natürlich keine Nominalgruppe da irgendwie auf in dem Satz. Der Minimalsatz kann tatsächlich aus einem Wort bestehen, aber das ist dann ein konjugiertes Verb. Und das steht in einer bestimmten Person. So, also ist eigentlich jetzt auch nicht so spektakulär, der Minimalsatz. Dann kommen wir zur Nomen-Verb-Unterscheidung. Die ist vielleicht schon spektakulärer, weil Nominal- und Verbalendungen zum Teil homonym sind. Also wenn ich irgendein Wort auf A sehe, das auf A endet, kann das ein Verb in der dritten Person Singular sein, im Imperativ, es kann dann Nomen sein, Singular Femininum, außer es sind so ein Wort wie Ista, ein Wort, das auf Ista endet. Oh, der Trennstrich ist auf der falschen Linie. Oder das so ein Wörter wie Poeta oder Pilota, die sind nicht feminin, aber enden trotzdem auf A. Kann auch Neutrum Plural sein, das A, dann bei Nomen. Also wie gesagt, wir wissen es nicht. Also wenn ich das gleiche gilt für Wörter auf E, können Verben sein, Nomina sein, ne, auch Wörter auf I, da muss ich halt den syntaktischen Kontext mir anschauen, ne, zweite Singular, oder vielleicht doch Nomen im Plural, oder Wörter auf O, Verben, erste Singular, das könnte aber auch Nomen sein, Singular Masculinum, ne, Mano ist Femininum, auch auf O, das könnte auch ein Adverb, Konjunktion sein, wie zum Beispiel quando, ne, Interrogativpronomen, endet auch auf O. Also da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Ne, auch die Gerundialendung, cantando, endet auch auf O. Also
An der Endung alleine kann ich nie erkennen, was es ist. Ich brauche immer mehr Informationen. Also hier nochmal die Beispiele. Canto ist das Lied oder ich singe. Canti die Lieder oder du singst. Ja, muss man halt wirklich den syntaktischen Kontext kennen. Ja, klar. Aber das ist ja auch nicht überraschend. Typisch für die romanischen Sprachen. Dann die Frage nach der Subjektprominenz. Gut, wir haben Passivbildung. Das gucken wir uns gleich nochmal an. Wir haben reflexiver. Ja, und das weist auch auf Subjektprominenz hin. Ja, also, dass es Pronomina gibt, die sich auf ein Subjekt beziehen. Das ist ja das Wesen beim Reflexiv. Ist klar, dass man etwas, dass man sekundäre Aktanten, Patienten oder so in Subjektpositionen bringen kann. Passivbildung ist auch ein Hinweis darauf, dass man mit der Kategorie Subjekt arbeiten muss. Das besondere Subjektpronomina gibt, weist auf Subjektprominenz hin. Gibt allerdings keine NCI-Konstruktion. NCI steht für Nominativus cum Infinitivo auf Lateinisch. Das ist eben dieses Phänomen, was wir im Spanischen kennen. Ein llegar la tarde, bei der Ankunft des Nachmittags, also bei Ankommen der Nachmittag. Und das gibt es im Italienischen nicht. Also da sieht man schon, ne, Subjekt ist nicht überall möglich. Und es gibt im Italienischen sehr viele Fälle von Kongruenzschwächen. Also wenn irgendwie das Verb voransteht, dann steht es oft im Singular, selbst wenn danach ein Plural kommt. Also das Standardbeispiel, was Sie auf jedem italienischen Friedhof sehen können, ist dieses. Da steht qui giace. Das Wort ist etwas altmodisch, noch meistens nur in der dritten Person vor, Singular oder Plural natürlich. Liegen heißt das, und das steht immer auf den Gräbern. Qui giace, hier liegen oder hier ruhen, habe ich da mal geschrieben. Auf Deutsch sagt man, glaube ich, eher hier ruhen oder hier ruht. Also das ist eigentlich der Singular, der wird aber verwendet, das geht dann so los und dann kommen alle Familienmitglieder. Also mehrere Personen. Da bin ich mal davon ausgegangen, naja, die haben qui giace hingeschrieben und den ersten Toten. Und dann haben sie andere Leute dazugelegt und dann hat man einfach unten weitergeschrieben und das nicht mehr angepasst. Aber die Theorie wurde dann durchkreuzt durch einen Besuch auf dem Friedhof in Pisa, wo gleich der erste Grabstein sich reinkam. Diese Aufschrift qui giace, also im Singular, enthielt und es standen direkt zwei Namen drunter. Also zwei Vornamen mit einem Familiennamen, offenbar ein Ehepaar, was gemeinsam gestorben ist oder so. Also es ist in einem gemacht worden, ganz sicher. Und es stand trotzdem qui giace. Also wir würden erwarten, qui giace schon auch. Plural, das gibt es auch, aber man findet es oft so. Das heißt, es gibt eine gewisse Kongruenzschwäche. Es kommt nicht so darauf an, dass tatsächlich anzupassen, insbesondere wenn es vorausgeht. Gibt es sowieso im Französischen, ne? C'est mes amis oder so. Ne? Wenn man C vorausgeht, muss man nicht Saison sagen. Passiv. Ja, passiv ist interessant. Wir haben ein Zustandspassiv. La porta è aperta. Die Tür ist offen, geöffnet. Das ist meistens ein Zustandspassiv. Genau genommen wissen wir es nicht genau. Ne? Man könnte das auch als Vorgangspassiv sagen, aber ich habe mal gesucht und keinen wirklich guten Kontext gefunden, wo das ein Vorgangspassiv ist. Denn wenn es ein Vorgangspassiv wäre, würde meistens ein anderes Verb verwendet. Ne? Also man könnte das auch so sagen, aber meistens wird venire verwendet. La porta viene aperta, die Tür wird geöffnet. Wir haben einen speziellen Unterschied zwischen Vorgangspassiv und Zustandspassiv. Das heißt, das Vorgangspassiv mit dem Verb venire für das Hilfsverb ist der markierte Fall. Wenn wir essere haben, wissen wir nicht genau, ob es Vorgangs- oder Zustandspassiv ist. Es ist aber meistens Zustandspassiv. Und so ist das, wie ich die Beispiele gefunden habe. Wenn Sie in ein Lehrbuch gucken, sind meistens das bei Essere beide Interpretationen möglich sind. Ich habe aber keine wirklich in freier Wildbahn, gerade mit dem Beispiel, aber das Tür ist eben meistens offen. Man sieht ja aperto, auch an Geschäften ist es geöffnet oder so. Das ist dann eher der Zustand.
Aber theoretisch gibt es also ein spezielles Verb, um den Vorgang zu betonen. Das ist in venire. Und viele Leute sagen, das sei germanischer Einfluss im Italienischen. Ne? Weil es halt im Deutschen ein spezielles Verb für das Vorgangspassiv gibt, nämlich werden. Und venire ist vielleicht so ähnlich wie werden. Im älteren Italienisch hat venire auch diese Bedeutung. Das ist jetzt ersetzt worden durch diventare, ist eigentlich werden, was natürlich auch etymologisch mit venire zusammenhängt. Aber also man nimmt an, das sei irgendwie Einfluss des Deutschen. Ja, aber im heutigen Italienisch wird das auch so verwendet. Ja, gut. Um den Vorgang auszudrücken, gibt es noch andere Möglichkeiten. Ich kann nämlich eine reflexiv Konstruktion benutzen und die nennt sich dann auch reflexiv-passiv. Ähnlich wie auch in anderen romanischen Sprachen. Da geht das ja auch. La porta si apre, die Tür öffnet sich, wird geöffnet. Im Deutschen geht das übrigens auch an der Stelle. Die Tür öffnet sich. Ja, das ist also nicht so spektakulär. Was aber spektakulär ist, wir haben neben Zustandspassiv und Vorgangspassiv auch noch ein Obligativpassiv. Und das ist wirklich sehr exotisch. Also auf mich hat das sehr exotisch gewirkt. Als ich Italienisch gelernt habe, habe ich das nicht gleich gelernt. Und dann habe ich plötzlich solche Sätze gehört wie den folgenden im Italienischen und habe erst gar nicht gemerkt, was daran so besonders ist. Es bedeutet aber nicht, die Tür wird geöffnet, sondern die Tür muss geöffnet werden. Das ist ein anderes Bewegungsverb, nämlich andare, gehen, la porta va aperta. Also wörtlich, die Tür geht geöffnet. Und das heißt, die Tür muss geöffnet werden. Also andare plus Partizip. Also eine ganz seltsame Konstruktion, die es auch sonst in den romanischen Sprachen so nicht gibt. Okay, ich hatte die Reflexivkonstruktionen angesprochen. Da gibt es dann nochmal eine spezielle Konstruktion, die aber hier mit nichts zu tun hat, die zunächst auch so aussieht wie ein Reflexiv-Passiv. Es ist aber das unpersönliche Sie. Si canta, man singt. Ne? Man singt. Ich könnte auch sagen Uno canta, aber Uno canta ist irgendwie nicht ganz so idiomatisch wie Si canta, man singt. Oder Titel eines berühmten Theaterstücks von Dario Fo, Non si paga, man zahlt nicht, bezahlt wird nicht, das ist auch die deutsche Übersetzung des Titels, wir sehen, da ist was Passives mit drin, also man sagt, bezahlt wird nicht, und das ist auch im Deutschen unpersönliches Passiv, Non si paga. Oder typischer idiomatischer Satz, man weiß ja nie, non si sa mai, non si sa mai, man weiß ja nie. Uno an der Stelle, uno non si sa mai, also ich kann nicht sagen, dass es grammatisch nicht korrekt ist, deshalb habe ich da kein Sternchen davor gemacht, aber ich halte es für höchst fragwürdig, uno non sa mai, Und uno non si paga, uno non paga, klingt wie einer zahlt nicht. Also, non si paga, man zahlt nicht. So, dieses Si hat einige interessante strukturelle Besonderheiten. Also man merkt, dass es eine besondere Konstruktion ist, daran, dass es die Konstruktion strukturell auffällig ist. Zum Beispiel der Satz, si sta sempre attenti, man ist immer aufmerksam. Si sta sempre attenti. Da steht plötzlich I, im Plural, zwingend. Obwohl da sonst kein Plural ist. Und das ist Singular. Aber das Adjektiv steht im Plural. Also das, daran erkennt man, dass dieses Si irgendwie eine besondere Rolle hat. So, lo si vede, das sieht man. Wieder eine Besonderheit. Normalerweise, beim normalen Reflexiv, wäre das si an erster Stelle. Und würde dann auch zu se werden, se lo. Aber
Hier, wo es die Bedeutung Mann hat, als unpersönliches Sie, steht es direkt vor dem Verb und das andere Objektpronomen steht davor. L'ossile. Ganz seltsam. Ja? Also man kann kennen, dass es ein besonderes Ziel ist. Ja, jetzt haben wir aber doch gesehen, ne, bezahlt wird nicht, man zahlt nicht. Es gibt irgendwie einen engen Zusammenhang zwischen diesem Reflexiv-Passiv und dem unpersönlichen Sie. Und das ist auch in der Literatur sehr zitiert. Ne? Also die Termini im Italienischen sind Sie passivante und Sie impersonale. Und dazwischen besteht ein Unterschied. Ich habe hier mal praktisch denselben Satz, handelt sich um die Übersetzung eines englischen Textes. Und da habe ich die verschiedenen Varianten mal aufgeschrieben. Und vielleicht können Sie in etwa den Unterschied nachvollziehen. Das ist ein ganz kleiner Unterschied. Also der Satz heißt, die schönsten Dinge der Welt, ja, kann man nicht sehen. Ne? Kann man nicht sehen. Schönsten Dinge der Welt kann man nicht sehen. Und das erste ist ein Passiv. Ein richtiges Passiv. Le cose più belle del mondo non possono essere vedute. Können nicht gesehen werden. Genauso heißt der Satz auf Englisch. The most beautiful things in the world cannot be seen. Cannot be seen. Also die wörtlichste Übersetzung ist tatsächlich die erste. Le cose più belle del mondo non possono essere vedute. Aber das klingt schwerfällig durch dieses Passiv. Das möchte man eigentlich nicht. Und deshalb die zweite Variante. Le cose più belle del mondo non si possono vedere. Beachten Sie bitte, possono steht im Plural. Ne? Das ist also tatsächlich so ein passivierendes Sie, ein passivierendes Reflexiv. Ne? Possono steht im Plural. Also wörtlich übersetzt, die schönsten Dinge der Welt können sich nicht sehen. Ne? So lassen sich nicht sehen. Ich halte auch die Übersetzung ohne possono für idiomatischer. Le cose più belle del mondo non si vedono. Das beinhaltet schon, dass es irgendwie potenziell ist. Lassen sich nicht sehen. Das wird dann die deutsche Übersetzung sein zu diesem Satz. Ohne possono. Auf jeden Fall das Verb im Plural. Und jetzt kommt das si passivante. Da ist das Verb nämlich nicht im Plural, sondern das Verb hat ein Objekt. Deshalb geht diese Konstruktion auch nur, wenn ich tatsächlich einen Objektmarker mache, sonst klingt das falsch. Le cose più belle del mondo non le si può vedere. Vedere. Le cose più belle del mondo non le si può vedere. Also die schönsten Dinge der Welt, sie kann man nicht sehen. Sie kann man nicht sehen. Das Le ist jetzt Objektpronomen. Wenn ich das Objektpronomen weglasse, klingt es irgendwie wie ein Konkurrenzfehler. Le cose più belle del mondo, man denkt, das ist das Subjekt, weil es ja am Anfang steht. Non si possono vedere. Non si può vedere ist da nicht richtig, weil es muss irgendwie konkurrieren. Aber wenn ich das als vorangesetztes Akkusativobjekt zu vedere sehe, das kann ich, wenn ich da le einsetze, dann ist der Satz plötzlich wieder idiomatisch und heißt, die schönsten Dinge der Welt, man kann sie nicht sehen. Also diese Möglichkeiten gibt es. Aber Sie sehen, hier ist Le cose più belle del mondo irgendwie nach links versetzt. Also besonders betont, Thema oder so. Das erste klingt ein bisschen, die erste Version Le cose più belle del mondo non possono essere vedute, klingt ein bisschen formell. Und dann haben wir in der Mitte das, was man eigentlich sagt. Und zwar der eingerückte Satz, der cose più belle del mondo non si vedono, ist wahrscheinlich der idiomatischste. Und wir haben halt tatsächlich oben echtes Passiv, dann si passivante und am Ende si impersonale. Subjektpronomina, ja, Subjektpronomina. Die sind interessant im Italienischen. Das Italienische hat nämlich nicht nur einfache Subjektpronomina, wie wir sie sonst kennen, sondern in der dritten Person. Das heutige Italienische
die betonten, das sind betonte Subjektpronomina, also immer dann, wenn das Subjekt besonders betont ist, werden die benutzt, also ihr, du, neu, voi. Und dann in der dritten Person, lui, lei, unterscheidet Genus und loro im Plural. Aber lui, lei und loro sind etymologisch gesehen die Objekt, die betonten Objektpronomina. Es gibt Subjektpronomina, die werden aber im gesprochenen Italienisch praktisch nicht mehr verwendet. Das sind egli, ella, essa, esso im Singular, essi, esse, elle im Plural, wobei elle im heutigen, auch im geschriebenen Italienisch nicht mehr verwendet wird. Klingt veraltet. Und egli, ella sind eher Personen, essa, esso eher mit Bezug auf Sachen, beziehungsweise esso, so verallgemeinern. Es. Aber wie gesagt, die unteren, die eigentlichen Subjektpronomina sind alle nicht mehr wirklich im Gesprochenen italienisch zu finden. Da wird Relay, Loro ohne Unterschied mit Bezug auf die Kasus verwendet. Ja, und jetzt gibt's was, also das ist schon exotisch, dass wir da Subjekt- und Objektpronomina mal unterschieden haben und heute eigentlich nicht mehr so tun im Italienischen. Aber jetzt gibt's noch was ganz Seltsames. Hier haben wir ein norditalienisches Volkslied, was viele Italiener kennen. Es ist nicht Standarditalienisch, sondern es ist ein nationalen Erbe. Italiener können ja immer viele Lieder auswendig. Kann man sehr schön sehen bei irgendwelchen Open-Air-Konzerten. Am Ende singt das Publikum dann selbst. Das hat mich total beeindruckt, das zu sehen bei einem Open-Air-Konzert in Siena, was da für ein Liedrepertoire vorhanden ist, was also die Italiener aller Altersstufen auswendig singen können. Also sowas wäre in Deutschland völlig undenkbar. Also hier ein Frühlingslied, das Lied vom Kuckuck. Und da heißt es in der letzten Strophe, glaube ich, ich weiß nicht, ob es die letzte ist, da gibt es vielleicht noch viel mehr, also irgendwann nicht in der ersten, kommt dieser Text vor, la bella la finestra, la guarda in su in giù, l'aspetta il fidanzato al canto del cucù. Also die Schöne am Fenster schaut nach oben, nach unten. Sie erwartet den Verlobten beim Gesang des Kuckucks. Naja, gut, wie das eben so in Volksliedern ist. Der Inhalt ist aber nicht interessant. Was interessant ist hier, ist, dass da plötzlich ein La auftaucht. Bella la finestra, la guarda in su in giù. Und im Standarditalienischen muss das ein Objektpronomen sein. Also die Schöne am Fenster, sie beobachtet sie. Aber wen beobachtet sie denn dann? Es gibt kein Objekt, aber trotzdem steht da ein Objektpronomen. Und dann haben wir in der nächsten Strophe, in der nächsten Zeile, l'aspetta il fidanzato. Also sie erwartet und da ist ein Objektpronomen. Naja, das könnte der Verlobte sein. Sie erwartet ihn, den Verlobten, aber der Verlobte ist vorher nie genannt worden. Also, dass da jetzt ein Objektpronomen steht, passt irgendwie nicht. Das können keine Objektpronomina sein. Und in der Tat, das sind keine Objektpronomina, sondern im Originaltext, den keiner kennt, war da im Dialekt ein unbetontes Subjektpronomen. Und als man das übertragen hat, das Standarditalienische, hat man die Pronomina beibehalten, obwohl sie überhaupt keinen Sinn mehr machen. Ja, stimmt. Also wie sieht es aus mit den Subjektpronomina? Hier habe ich jetzt mal was aus dem Lombardischen. Er ist und sie ist, in Klammern, das betonte Subjektpronomen und dann das unbetonte Subjektpronomen. Also lui al mangia und le la mangia. Das le mit Akzent geschrieben, das ist jetzt mal so, damit man es unterscheiden kann von Objektpronomen le, sonst klingt es genauso. Lui al mangia, le la mangia. Er ist, sie ist. Ne? Also da gibt es unbetonte Subjektglieder. Und vielleicht ist die Existenz dieser unbetonten Subjektglieder auch eine Erklärung dafür, warum im Italienischen dann doch irgendwie die Subjektpronomina da noch beibehalten worden sind, um dann eventuell auch noch in der dritten Person was zu haben, was man einsetzen kann. Obwohl das ja natürlich die betonten Pronomina sind. Aber auf jeden Fall kann man sagen, hier, das ist der Reflex dieser unbetonten
Pronomina, die da noch irgendwie drin sind. Selbst im Standardeterminus. So, jetzt gibt es aber natürlich auch im Italienischen einen Schwund der Pronomina. Hier kann man das sehen in dieser Tabelle. Also viele Pronomina sind zusammengefallen. Also, wir haben links die betonten, rechts die unbetonten oder klitischen Objektpronomina. Also Subjektpronomina, unbetonte habe ich jetzt mal nicht. Also nur die betonten Subjektpronomina. Und dann sehen wir in der dritten Person den Lui-Lei. Das Subjekt unterschieden. Ich habe auch jetzt nur die der gesprochenen Sprache, diese veralteten Pronomina sind da nicht mehr drin. Im Plural fällt alles zusammen mit Loro. Objekt, Nete, da gibt es halt einen Unterschied. Tonte Objektpronomina, Nete. Und dann in der dritten Person wie die Subjektpronomina. Und Plural sowieso alles. So, jetzt die kritischen Objektpronomina. Na, in der ersten und zweiten Person Singular, Mi und Ti. Na, alles zusammengefallen, direkt, indirekt kann nicht mehr unterschieden werden. Genus wird nicht unterschieden. Lola, direktes Objekt, dritte Person und im Plural Gile. Und dann haben wir erste Person, zweite Person, Plural, Chi und Vi. Da sehen Sie schon, das hat mit Neu und Woi gar nicht mehr, mit Woi hat es vielleicht noch was zu tun, aber mit Neu nicht. Die kommen auch woanders her. Im Altgriechischen haben wir da noch sowas wie Nu und Wu, aber die sind ersetzt worden durch ein anderes Pronomen, nämlich das ist ein Lokalpronomen, was dort eingetreten ist, was eben eigentlich sowas bedeutet wie dort. Ja, beides, Chi und Wi. Wi geht auf Ibi zurück. Da sieht man schon, da ist eine Innovation. So, dann ist es wieder unspektakulär, Li, Le. Ja, und Loro haben wir, ich habe dahinter geschrieben, enklitisch, das Loro steht nämlich nach dem konjugierten Verb und nicht davor. Die unbetonten Objektpronomina stehen ja vor dem Verb, nur Loro steht danach. Also auch da eine Besonderheit, die auffällig ist. So, dann noch eine Besonderheit, wenn die in Kombination auftauchen, wenn also ein weiteres Pronomen angehängt wird. Wir hatten das vorhin bei Indica Melo, dann ist es nicht Mi, sondern Ne. Indica Melo. Und Ti wird dann zu T. Und diese dritten die Pronomen der dritten Person fallen alle zusammen in Je. Da ist noch ein Strich dahinter, das bedeutet nämlich, dass das dann zusammengeschrieben wird. Ne und das folgende Pronomen wird nicht zusammengeschrieben, außer beim Imperativ, wenn es nachgeschrieben ist. Sonst heißt es Me, Lo in zwei Wörtern. Sind aber reine orthografischen Varianten, aber es heißt Yelo, Yelo, no? Yelo. No? Dann haben wir noch C und W. Genau. Gut. So, ja, so viel zu den Pronomina. Wir sehen, hier unten bei Loro fällt alles Mögliche zusammen. Ist klar, Plural ist immer weniger markiert als im Singular. Achso, im gesprochenen Italienisch kommt noch dazu, dass manchmal das Loro nicht verwendet wird und durch Li, also das Ni, was mit Nase ersetzt wird. Also auch das gibt es. So, dann haben wir die differenzielle Objektmarkierung. Das habe ich Ihnen schon mal erzählt, das brauche ich jetzt hier nicht nochmal aufzuführen. Das Italienische hat das eigentlich nicht, aber wir finden Dialektal, beziehungsweise Dialektal beeinflusst in Mittel- und Süditalien genau dieses Phänomen. Aiuta al professore hilft dem Lehrer, hilft dem Professor. Aiutare in den romanischen Sprachen helfen. Eigentlich immer direktes Objekt, nicht wie im Deutschen, aber hier bei belebten Objekten dann doch mit A. So, Partitiv, darüber hatten wir auch schon mal gesprochen. Partitiv kennen wir aus dem Französischen, da ist es. Je prends du thé, je prends des œufs. Ja, das ist halt sowas wie indefinit, ja, im Plural. Je prends un œuf, ich nehme ein Ei. Je prends des œufs, nicht des œufs, des œufs, ich nehme Eier. Ja, indefinit. So, das ist typisch für das Französische, aber wir haben das am Rande auch im Italienischen. Also ich möchte Tee, ich nehme Tee, prendo il tè, aber auch prendo del tè. Das geht. Ja, optional.
Und es gilt sogar für Endothek, obwohl das am wenigsten idiomatisch ist. Die Idiomatizität nimmt ab. Prendotee ist irgendwie komisch. Prendo del Tee ist besser. Am besten prendo il Tee. Übersetzen mit ich nehme Tee. Wörtlich natürlich das erste, ich nehme den Tee. Oder prendo le uova, ich nehme die Eier, aber freier übersetzt, ich nehme Eier. Prendo delle uova, immer ein Fragezeichen davor gemacht, das klingt schon ein bisschen sehr seltsam. Prendo uova. So, ich habe ein paar belegte Sätze, wo ich gemerkt habe, dass da irgendwas nicht stimmt im Italienischen. Sie sehen es hier schon. Prendi le uova, ich nehme Eier. Da steht doch, ich nehme die Eier. Das, was nicht stimmt mit dem italienischen Artikel, habe ich gemerkt, als ich in Italien war. Ich war also dort natürlich auch immer was essen, mittags. Oft am Anfang, während meines Studiums, in so Mensen mit Selbstbedienung. Und da wird einem dann natürlich aufgedrängt, Nudeln zu essen. Das wollte ich nicht immer tun, weil es ja dick macht. Und dann wurde ich aber gefragt, nehmen Sie denn keine Nudeln? La pasta la prende? Nehmen Sie Nudeln? La pasta la prende? Ich habe gesagt, wie gefragt, wieso sagen die La pasta? Die sieht man nicht, die Nudeln. No? Nehmen Sie Nudeln? La pasta la prende? Nehmen Sie Pasta? Und niemand sagt Prende della Pasta. Prende della Pasta. Habe ich nie gehört. Und dann mache ich da mal ein Fragezeichen dafür. Obwohl das nach italienischen Grammatiken möglich wäre. Und die zweite Sache, die ich bemerkt habe und die ich noch spektakulärer fand, ich bin ja für meine Forschung viel rumgefahren mit dem Auto und musste immer nach dem Weg fragen, weil Straßenkarten nicht so ausführlich waren und in den 90er Jahren war das mit den Navis auch noch nicht so richtig und ist auch heute schwierig mit Navis, weil natürlich gerade in den Bergen wenig Genaues erhoben ist. Dann gab es da Erdbeben, dann sind irgendwelche Straßen angezeigt, die es so gar nicht mehr gibt. Also man muss immer wieder fragen, wo es lang geht. Dann habe ich irgendwo angehalten, bin dann in so einen Laden rein und habe nach dem Weg gefragt. Da wurde ich immer gefragt, und zwar in der Form, La macchina ce l'ha, haben Sie ein Auto? Wörtlich. Das Auto, haben Sie es? Ja, la macchina ce l'ha, haben Sie ein Auto? Ich hatte gelernt, im italienischen Unterricht, die richtige Frage ist, lei ha una macchina. Aber niemand fragt das. Lei ha una macchina. Sondern man fragt, la macchina ce l'ha, haben Sie ein Auto? Jetzt können Sie mal drüber nachdenken, wie das kommt. Während Sie noch nachdenken, nehmen wir uns mal wieder einen französischen Satz vor. Nämlich diesen schönen Satz, den habe ich aus dem Italienischen rückübersetzt ins Französische. Il portait des lunettes noires et un bâton comme les aveugles. Er trug eine dunkle Brille und einen Stock wie die Blinden. Eine dunkle Brille, des lunettes noires. Und ein Stock, un bâton. Also die Lunette, weil Lunette Plural ist. Gläser, Monde, kleine Monde heißt es. Schwarze Monde, in Deutschland sagt man glaube ich nicht schwarze Brille, sondern dunkle Brille. Und ne, klar, das ist ein Pluralwort, muss also D haben. Das ist einfach indefinit Plural. Eine dunkle Brille. Und einen Stock, da haben wir das indefinit. Spanisch ist so ähnlich, wir haben keinen Partitiv, deshalb usaba gafas oscuras, also da auch dunkle. Oder schwarz. Also er trug, benutzte eine schwarze Brille, und das ist natürlich dann der Pluralwort auf Spanisch, e un bastón. Un bastón. Es como los fieros. Ja, und jetzt das Italienische. Und das, ja, das ist der Satz, den ich ursprünglich hatte und den ich zurückübersetzt habe. Denn der ursprüngliche Satz auf Italienisch lautete, portava gli occhiali neri e il bastone, come i ciechi. Und da steht wörtlich, er trug die dunkle Brille und den Stock, wie die Blinden. Ja. Wobei mir gerade auffällt, wie die Blinden, wie Blinde, wäre eigentlich auch gut, auf Deutsch. Ja, okay, da kann man noch den definierten Artikel nehmen. Weil, naja, alle Blinden, das ist nur generisch, alle Blinden.
Aber das sind nicht alle Brillen, also das ist auch nicht ein bestimmter Stoff. Über den habe ich keine weiteren Informationen. Und trotzdem verwendet man da den definierten Artikel. Also offensichtlich hat sich die Verwendung des definierten Artikels im Italienischen ausgeweitet und dann braucht man natürlich auch keinen Partitiv mehr. So, das hatte ich jetzt irgendwann begriffen, dass das Italienische überall den definierten Artikel verwendet, wo man das sonst nicht täte. Also das, die Definita, die ist irgendwie ausgeblichen im Italienischen. Und dann begegnete ich in freier Wildbahn bei meinen Sprachaufnahmen plötzlich praktisch diesen Satz, also nicht ganz, also der zweite Teil des Satzes, der kam plötzlich vor mit indefiniten Artikeln. Und das hat mich sehr gewundert. Also ich habe Sprachaufnahmen gemacht in Mittelitalien in einem Ort namens Acqua Santo Stefano, also Wasser St. Stefan. Und habe natürlich gefragt, warum heißt der Ort so? Und da hat mir also der Informant erzählt, warum der Ort so heißt. Also da tauchte irgendwie ein Mann auf. Ne? Und dieser Mann hatte einen Stock. Allora portava un bastone. Jetzt erzählt er weiter. Lui inverzò, gio per terra, scappò fuori strada. Er trug einen Stock, den drehte er um auf die Erde und es quoll dieses Wasser hervor. Und plötzlich un bastone. Also ich konnte meine Ohren nicht trauen, ne? Weil man hat ja plötzlich um Bastone. Obwohl natürlich normalerweise, ne, also ne, mit dem Blinden und so, portava il Bastone. Doch schön. Ja. Warum jetzt plötzlich um Bastone? Ja, und mir ist es dann aufgefallen, warum da un steht. In diesem Satz passiert nämlich etwas Interessantes. Das ist nicht einfach nur ein Stock, den der Blinde da hat und der nicht weiter thematisiert wird, sondern jetzt geht es um den Stock, denn den drehte er um. Dann geschah das Wunder mit dem Wasser. Also, mit dem Stock passiert noch was. Es ist also ein bestimmter Stock, ne, auf den es jetzt ankommt. Ne. Also die Aufmerksamkeit wird auf den Stock gelenkt, der dann thematisiert wird. Nun wird es so. Also, den dreht er um. Ja, den dreht er um auf die Erde. Ja, und also das ist das R, da auf Italienisch dann nur mit einem R geschrieben wird, ist kein Tippfehler, sondern es wird so ausgesprochen. Dort in dem Dialektgebiet. Und wir haben Initialfrotisierung. Ne? Ja. Das Jo ist auch Initialfrotisierung, das wird nämlich ohne Frotisierung Jo heißen. Aber das sind jetzt Details. Dass das F nicht verlängert wird. Es gab bevor. Das wundert mich. So ist halt der Satz, wie ich ihn aufgenommen habe. Aber wie gesagt, man sieht also, es gibt die Möglichkeit, noch indefinierte Artikel zu verwenden, wenn man irgendwie was besonders hervorhebt, wenn dann es um das geht, was mit un eingeleitet wird. Das scheint die Verwendungsweise des indefinierten Artikels zu sein. Wir haben also tatsächlich eine Erweiterung des definiten Artikels, also Ausbleichen des Konzepts Definitheit. Und Definitheit spielt möglicherweise nicht mehr so die Rolle. Der Artikel wird pragmatisiert. Es wird damit irgendwie, der übernimmt Diskursfunktion. Und wenn Sachen im Hintergrund sind, nicht mehr thematisiert werden, dann sind sie eben im definiten Artikel. Und wenn sie indefinit sind, dann ist es eben ein spezifischer, ein bestimmter, um den es jetzt geht. Man wird etwas in den Diskurs mit dem indefiniten Artikel eingeführt. Also, c'era una volta un re, es war einmal ein König. Da un, nicht in re, un re, und dann geht es um den König. Ja, Topic machen, kann man vielleicht sagen. Also damit werden neue Topics eingeführt, das ist schon die neue Information. Das ist eigentlich kein Topic Marker, sondern mehr ein rematischer Marker. Und dann ist... ja, dann geht es um das. Ne? Also sozusagen Unterbrechung der Topic Continuity oder was man immer auch sagen will. Ja, also das ist jedenfalls ein sehr interessanter typologischer Aspekt des Italienischen. So, machen wir schnell noch andere Aspekte des Italienischen. Präteritalbildung, das ist jetzt nicht so spektakulär, aber immerhin. Ne? Also überall in Italien setzt sich die Habeo-Factum-Konstruktion durch, die manchmal auch als Perfekt bezeichnet wird, aber es ist kein Perfekt. Lo fatto io, ich habe es getan, ich hätte auch schreiben können, ich tat es, ist fast überall in Italien
eine Möglichkeit, das Präteritum auszudrücken, in Norditalien die bevorzugte. Aber in Mittel- und Süditalien gibt es natürlich eine gewisse Präferenz für das synthetische Präteritum, was dort noch verwendet wird. Also lo feci io, ich tat es. Also ich habe es getan, kann man natürlich auch übersetzen im Deutschen. Aber eben das synthetische Präteritum. Und dann habe ich noch eine seltsame Entdeckung gemacht in Mittelitalien. Da gibt es nochmal eine Formvariation. Also statt der regelmäßigen, also im lateinischen Erbenform, feci, gibt es auch noch sowas wie lo facetti. Io, also eine andere Präteritalform, die neuer ist und also so eine Endung irgendwie gebildet wird. Das ist natürlich dialektal, klar. Aber trotzdem ist das mir aufgefallen, dass also nicht nur feci die unregelmäßige Form gibt, sondern so eine halbreguläre daneben noch auftaucht. Auf jeden Fall bedeutet das, dass synthetische Präteritalbildungen da irgendwie auch nochmal erneuert sind, auf jeden Fall vorhanden sind. Während in Norditalien die analytische Bildung eben gewonnen hat. So, was ist jetzt das Auxiliar fürs Präteritum? Ja, das ist entweder haben oder sein. Ho finito questo lavoro. Ich habe diese Arbeit beendet mit haben. Ja. Daneben gibt es eben auch sono finito. Ich bin fix und fertig. Ich bin am Ende. Ja, und das erklärt jetzt auch, warum es diesen berühmten Trapattoni-Spruch gibt. Ich habe fertig. Ho finito wäre nämlich, ich habe diese Arbeit beendet. Also ich habe beendet, ich habe fertig. Also, Deutsch würde man sagen, ja, ich bin fertig, aber das kann man im Italienischen nicht, weil sono finito eine andere Bedeutung hat. Auxiliare sind manchmal austauschbar, bei manchen Verben, bei Leben zum Beispiel, ho vissuto, ich habe gelebt, oder sono vissuto, ich habe gelebt. Nur wenn man vivere transitiv verwendet, also im Sinne von erleben, dann muss es natürlich mit avere. Ho vissuto quelle vicende consapevolmente, ich habe jene Ereignisse bewusst miterlebt, dann natürlich haben, aber wenn es keine Ergänzung gibt, also wie Suto intransitiv verwendet wird, gibt es beide Möglichkeiten. Sonst bei Verben der Bewegung, sono andato wie im Deutschen, essere. Und was jetzt wiederum speziell ist, das haben wir im Deutschen nicht, das Auxiliar wird beibehalten, wenn es modale Hilfsverben gibt. Also wird das Verb, wenn es ein Bewegungsverb ist, mit essere gebildet, also bildet das Verb mit essere das Präteritum, dann geschieht das auch mit können und wollen. Sono potuto andare oder sono voluto andare, ich konnte oder wollte gehen. Und ja, wenn es mit avere gebildet wird, ho mangiato, also avere, ho mangiato, ich habe gegessen, dann auch ho potuto mangiare oder ho voluto mangiare. Ich konnte oder wollte essen. Das ist ja im Deutschen nicht so. Da muss ich ja sagen, ich habe essen gekonnt, und sagt man nicht so. Ich habe essen können oder ich konnte essen. So, es gibt ein periphrastisches Futur im Italienischen mit gehen und dem Infinitiv, aber da wird auch noch ein, im Gegensatz zum Französischen, eine Präposition eingebaut. Also vado a comprare, ich gehe einkaufen, ich werde einkaufen, heißt das eben. Im Deutschen kann man auch sagen, ich gehe einkaufen durch das Jetzt. Ich werde einkaufen, vado a comprare. Das ist eigentlich so eine Art periphrastisches Futur. Beim Futur hat sich eine Besonderheit noch ergeben, dass die Verbformen von andare haben offensichtlich einen höheren Grammatikalisierungsgrad, weil ich hier eine Kurzform verwenden kann, vo a comprare, die aber sonst nicht üblich ist. Also eigentlich ist das Verb vado in der ersten Singular, vo ist aber auch gut belegt im periphrastischen Futur. Da sieht man, da gibt es eine gewisse, eine erste Stufe der Grammatikalisierung. So, am Ende dann nochmal was zum Fokus. Fokuskonstruktionen sind im Italienischen auch aufwendig. War ja eine relativ freie Satzstellung und kann eben Sachen in die Fokusposition bringen, indem ich die außerhalb des Satzes stelle. Wir hatten vorhin schon dieses Beispiel mit, also das kommt gleich nochmal. Erstmal dieses hier, Carlo l'ho visto a Roma, ich habe Carlo in Rom gesehen.
Carlo, ich habe ihn in Rom gesehen, Carlo, lo visto a Roma. Es geht offenbar auch Carlo, visto a Roma, das hat aber dann ein bisschen andere Bedeutung. Dann ist Carlo irgendwie Fokus, aber rematisch, wenn ich sage Carlo, visto a Roma. Und Carlo, lo visto a Roma ist, wenn Carlo schon im Diskurs gegeben ist, was aber meistens der Fall ist. Deshalb Carlo, lo visto a Roma ist dann die normale Hervorhebungskonstruktion. Also Carlo wird nach links versetzt und wieder aufgegriffen durch Enno. Oder das, was wir gerade hatten, io l'ho fatto, ich habe es getan, kann auch l'ho fatto io sein. Also es geht nur darum, das, was betont wird, wird aus dem Satz rausgezogen an den Anfang oder ans Ende. Ja, Extraktionsfokus. Dann haben wir im Italienischen auch tätische Sätze, also Sätze, die keine Zweiteilung haben in alte und neue Informationen, sondern als Ganzes eine neue Information inhalten. Das sind halt diese Sätze, die mit Ci beginnen. C'era una volta un re. Es war einmal ein König. Es war einmal ein König. Das Ganze ist die neue Information. Das ist ein typischer Anfang eines Märchens natürlich. Oder hier nochmal aus einem anderen Text. Da haben wir aus einem Lied von Fabrizio De André, da heißt es dann so schön, Sinchina intorno in grano, ringsherum neigte sich der Weizen. Sinchina intorno in grano. Das Subjekt steht am Ende, der ganze Satz ist neue Information und dann, das erkennt man an dieser Nachstellung des Subjekts. Oder hier zusammen mit Ecco, kommt das auch häufig vor, das Ganze ist neue Information. Ecco nell'acqua si compone mirabile visione, il simbolo d'amor. Da erschien im Wasser als wunderbare Vision das Symbol der Liebe. Was immer das ist. Hören Sie sich den Text an. Es wird spannend an der Stelle. Sie sehen halt, Subjekt il simbolo d'amor ist nachgestellt und der ganze Satz ästhetisch. Man kann also nicht unbedingt alte und neue Informationen unterscheiden. Man könnte vielleicht sagen, gut, die Ortsangabe ist alte Information, aber in dem Lied war vorher nie von Wasser die Rede. Also, ja, eigentlich auch keine neue Information. So, ja. Höflichkeit zum Schluss. Ist auch noch ein interessantes Phänomen im Italienischen. Wie wir es ja aus dem gesprochenen Latein kennen, gibt es zwei Stufen, die sogenannte T-Stufe, die V-Stufe. T geht auf Tu zurück, V auf Vos. Also nicht höflich, höflich sozusagen. Zweistufiges Höflichkeitssystem, was ja auch in den Sprachen der Welt meistens verbreitet ist. Und für die T-Stufe wird tu verwendet im Singular, voi im Plural. Für die V-Stufe lei im Singular, das ist die dritte Person, und voi im Plural. Bisschen im Deutschen. Im Deutschen wird allerdings die dritte Person Plural verwendet. Hier die dritte Person Singular. Die dritte Person Singular geht natürlich etymologisch zurück auf sowas wie Euer Gnaden, eure Herrschaft. In ganz formellen Situationen steht das dann im Brief auch. Dann steht da Vostra Signoria oder V.S, eure Herrschaft. Und das ist durch Lei ersetzt worden. Heute wird nicht mehr Vostra Signoria gesagt, höchstens mal geschrieben. Also in Einladungen, sondern einfach nur Lei. Und das ist dann die höfliche Form. Meistens großgeschrieben. Also sonst werden die Pronomina nicht großgeschrieben. Wir sind zu. Komischerweise großgeschrieben, das sollte ich ändern. Während des Faschismus gab es mal die Kampagne der Faschisten, dass alle Leute sich mit Voi anreden und nicht mehr, sonst dass dieses Lei nicht mehr verwendet wird. Das hat sich aber nicht durchgesetzt. Es gibt noch eine besondere Anredeform für Priester, da benutzt man das Voi statt Lei, aber das ist eben auch altertümlich, römisch, antik.
Dann gibt es noch so eine V-Plus-Stufe, nenne ich das mal. Nämlich ich kann für den Plural auch die dritte Person Plural verwenden. Loro, ist auch tatsächlich groß geschrieben. Das ist aber extra höflich. Ist heute nicht mehr üblich. Also man sagt normalerweise im Plural voi und nicht loro. Und dieses loro ist, wie gesagt, besonders höflich. Also groß geschrieben werden lei und loro, die anderen werden klein geschrieben. Und die jetzt hier groß geschrieben sind, das muss ich ändern. Und diese V-Plus-Stufe ist halt besonders auffällig. Also wenn Sie besonders höflich sein wollen, zu mehreren Personen sprechen, gibt es nur im Plural, dann benutzen Sie nur. Aber im Grunde ein zweistufiges System. Das Besondere ist, dass die dritte Person Singular für die Höflichkeit verwendet. So, damit haben wir eigentlich alle Besonderheiten des Italienischen durch. Sie können sich ja dann selber überlegen, inwiefern das ein Kompromisssystem für die romanischen Sprachen darstellt. Wie gesagt, ist nicht ganz unproblematisch. Wir werden das aber dann in der Zusammenfassung vielleicht nochmal am Ende des Semesters aufgreifen. Ich würde gerne in der nächsten Sitzung im neuen Jahr dann nochmal das Französische genauer betrachten aus typologischer Sicht und vielleicht daran anschließend eine Weiterentwicklung des Französischen, nämlich eine französische Kreolsprache. Und dann sind wir schon fast am Semesterende, dann müssen wir das Ganze noch zusammenfassen. Und für die letzte Woche dann besteht die Möglichkeit, diesen Abschlusstest zu machen für die, die das wollen oder brauchen. Ja, dann halte ich hier mal inne. Und wir haben ja jetzt noch ein paar Minuten, wenn Sie Fragen oder Diskussionsbedarf haben, sollten wir das nutzen, also diese Zeit nutzen.